Chief Executive Officers, CEOs oder auf gut Deutsch Firmenchefs. Sie sind reicher als Superstars und oft mächtiger als Politiker, aber trotzdem ist über sie meist nicht viel bekannt. Und genau das wollen wir in diesem Video ändern. Denn heute wollen wir euch die Chefs von einigen der größten Firmen der Welt vorstellen und zeigen, wie diese privat leben und was für Menschen sie sind. Mit dabei sind deutsche Unternehmer, die ikonische Firmen aufgebaut haben, und Tech-CEOs, die mehr Macht haben als viele Staatsoberhäupter. Und auch ein komischer Kauz, der an der Spitze eines Weltkonzerns sitzt. Es wird also interessant und informativ, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach so, und wenn ihr Chef von einer bekannten Firma sein könntet, von welcher wärt ihr dann gerne der Chef und warum? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Beginnen wir unser Video direkt mit niemand Geringerem als dem Chef der erfolgreichsten Firma der Welt. Und zwar Tim Cook, dem CEO von Apple. Seit dem Tod von Steve Jobs im Jahr 2011 ist Tim Cook nun der Chef von Apple und hat die Firma zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Dieser Erfolg ist allerdings kein Zufall, denn Tim Cook ist bekannt dafür, extrem diszipliniert zu arbeiten. Er wacht in der Regel schon um 3:45 am Morgen auf und während die meisten Menschen noch schlafen, checkt er am Morgen bereits um die 500 E-Mails. Laut ihm ist dies die beste Zeit zum Arbeiten, da einen niemand ablenken kann. Gegen 4:30 morgens geht er dann ins Fitnessstudio und verbringt dort eine Stunde auf dem Laufband. Noch bevor die Sonne aufgeht, fährt er dann in den Apple Park, das gigantische, kreisförmige Bürogebäude von Apple, das sich in einer eigenen Parkanlage befindet. Bis vor ein paar Jahren ist Cook übrigens immer noch selber Auto gefahren, hatte keinerlei Security und flog sogar im Flugzeug nur Economy Class. Da seine Kollegen jedoch um seine Sicherheit fürchteten, baten sie ihn, sich einen Privatjet zu nehmen und Bodyguards einzustellen. Auch seine einfache Wohnung tauschte der sehr sparsame CEO damals gegen ein großes Luxusanwesen ein. Doch viel zu Hause ist er sowieso nicht, denn Tim Cook ist regelrecht besessen von Arbeit. Er arbeitet häufig bis spät in die Nacht und in der Zeit vor neuen Produktveröffentlichungen soll Cook sogar die ganze Nacht im Büro verbringen. In einem normalen Monat hat er nur ein oder zwei Tage komplett frei. Und da er zu Hause keinen Partner und keine Familie hat, verbringt er seine wenige Freizeit meist außerhalb von zu Hause. So ist er privat gerne auf großen Events, wie etwa dem Formel-1-Rennen von Las Vegas oder dem Konzert von DJ Diplo, bei dem der 63-jährige Apple-CEO sogar am Mischpult stand. Als nächstes kommen wir zu einem von Deutschlands außergewöhnlichsten Firmenchefs, und zwar Roland Mack. Denn er ist der Geschäftsführer des Europaparks und das seit über 40 Jahren. Gemeinsam mit seinem Vater hat er den Park aufgebaut und zu einem der größten Freizeitparks der Welt entwickelt. Mit über 6 Millionen Besuchern jährlich, Tausenden von Fahrgeschäften, über 60 Restaurants und 6 Hotels. Aber nicht nur das. Mit Mack Rides hat er außerdem den erfolgreichsten Achterbahnhersteller der Welt aufgebaut, der nicht nur die Achterbahnen für Macks eigenen Europapark, sondern auch für sämtliche andere Freizeitparks weltweit, unter anderem auch Disneyland, baut. Aber wie lebt Roland Mack nun privat? Nun, unglaublich aber wahr, Roland Mack lebt tatsächlich mitten auf dem Gelände des Europaparks, genauer gesagt in der Nähe des Märchenwalds. Und das hat einen guten Grund. Von dort aus fährt er nämlich fast täglich mit seinem Golfkart durch den Park. Dabei begutachtet er vor allem Details an den Attraktionen, spricht mit Mitarbeitern und Artisten und fährt auch immer mal wieder selbst mit einem Fahrgeschäft. Im weiteren Verlauf des Tages fährt er dann auch in die wenige Kilometer entfernte Werkstatt, in der sein Team die Achterbahnen fertigt und besichtigt Baustellen. Denn tatsächlich erweitert er ständig das Gelände des Europaparks durch neue Attraktionen, Hotels und so weiter. Über den Tag hinweg trifft er übrigens auch seine 3 Kinder. Diese arbeiten nämlich alle im Familienunternehmen mit und sollen Roland Mack in den nächsten Jahren ablösen. Aber natürlich gibt es auch in Roland Macks Leben nicht nur Arbeit. Denn regelmäßig fährt Roland Mack mit seiner Frau raus in den Schwarzwald. Dort besitzt er ein altes Landhaus, in dem er mit seiner Frau dann ein paar ruhige und bescheidene Tage verbringt und zum Beispiel selber den Holzofen beheizt und wandern geht. Auch wenn der Europapark international bekannt ist, machen wir jetzt weiter mit einer Firma, die noch weitaus größer und bekannter ist und die viele Namen hat. Restaurant zur Goldenen Möwe, McDoof, Mc's oder einfach nur McDonald's.
Aber wer steht eigentlich an der Spitze des Milliardenkonzerns, der auf der ganzen Welt inzwischen über 40.000 Fastfood-Restaurants betreibt? Das ist der 56-jährige Chris Kempczinski, der sich tatsächlich über eine ganz normale Konzernkarriere bis zum McDonald's-CEO hocharbeitete. Dass er Ausdauer hat, kommt übrigens nicht von ungefähr. Kempczinski ist nämlich ein begeisterter Marathonläufer. Daher joggt er auch jeden Morgen selbst zu seinem Büro in der Hamburger University in Chicago, dem Hauptsitz von McDonald's. Dort isst er dann zum Frühstück einen Egg McMuffin und sein Arbeitstag beginnt. Zu seinem Arbeitsalltag gehören dann neben zahlreichen Veranstaltungen, Meetings und Interviews auch immer wieder Taste-Tests, bei denen er neue Produkte ausprobiert. Abgesehen davon ist Chris Kempczinski privat auch ein starker Aktivist für die Rechte von Homosexuellen, da seine Tante lesbisch ist. Er selbst ist aber heterosexuell und hat eine Frau und zwei Kinder. Kommen wir nun zu dem wohl reichsten Mann auf dieser Liste und damit zu einem Technologie-CEO, dessen Name wohl jeder kennt. Und zwar Mark Zuckerberg, dem Chef von Facebook. Mark Zuckerberg hat Facebook damals an der Uni entwickelt und leitet bis heute das Unternehmen, das inzwischen in Meta umbenannt wurde. Mark Zuckerberg ist ein verhältnismäßig junger CEO und hat daher auch ein sehr ungewöhnliches Privatleben. Während andere Firmenchefs gerne golfen gehen, ist Zuckerberg ein begeisterter MMA-Kämpfer und tritt in seiner Freizeit am liebsten gegen andere UFC-Profis an, die er regelmäßig in sein privates Boxstudio einlädt. Doch Zuckerberg ist nicht nur begeisterter Kampfsportler, er liebt auch diverse andere Sportarten. Seit vielen Jahren geht er regelmäßig joggen und sorgte schon für Aufsehen, als er beispielsweise in Berlin mit einigen Bodyguards am Brandenburger Tor vorbeilief. Ebenfalls betreibt er verschiedene Wassersportarten und fährt gerne ein sogenanntes Hydrofoil, mit dem man über die Wasseroberfläche gleiten kann, oder er surft mit einem klassischen Surfbrett vor der Küste Hawaiis. Auf Hawaii besitzt Mark Zuckerberg nämlich ein gigantisches, mehrere Hektar großes Grundstück, das über einen Privatstrand und mehrere Luxusvillen verfügt. Zusätzlich errichtet Zuckerberg zurzeit einen unterirdischen Bunker auf dem Grundstück, der ihn und seine Familie im Katastrophenfall beschützen soll. Obwohl das Grundstück auf Hawaii größer ist als so manches Dorf, nutzt Mark Zuckerberg es nur als Zweitwohnsitz für sich und seine Familie. Gemeinsam mit seiner Frau Priscilla und seinen drei kleinen Töchtern wohnen sie die meiste Zeit in ihrem Anwesen in einem Vorort von San Francisco. Allerdings gehört ihnen dort nicht nur das eine Gebäude, sondern auch alle 6 umliegenden Häuser, die Zuckerberg extra gekauft hat, um noch mehr Privatsphäre zu haben. Bleiben wir direkt in Amerika und kommen zu einem anderen Tech-CEO, und zwar Dan Clancy, dem Chef von Twitch. Während die meisten Geschäftsführer immer professionell auftreten und in Anzug und Krawatte zu Meetings erscheinen, ist Dan Clancy das komplette Gegenteil. Clancy trägt lockere Hemden, hat lange Haare und erscheint meist barfuß zur Arbeit. Der ehemalige Informatiker geht sogar nicht mal zu klassischen Meetings, sondern verbringt seine Zeit hauptsächlich in einem Wohnmobil, mit dem er aktuell durch ganz Amerika reist. Wenn er mal richtig arbeitet, macht er dies von unterwegs aus übers Internet. Die meiste Zeit verbringt er allerdings damit, selber zu streamen oder andere berühmte Streamer zu besuchen und mit ihnen vor der Kamera aufzutreten. Falls ihr euch nun fragt, warum ein riesiger Konzern wie Twitch einen so ungewöhnlichen CEO eingestellt hat, so ist die Antwort darauf so simpel wie genial. Denn das Management von Twitch hatte lange damit zu kämpfen, dass Nutzer sich über die Plattform beschwerten und viele Streamer fühlten sich lange ignoriert. Dan Clancy soll diese Unzufriedenheit angehen und ist daher auf einer großen Reise, um so viele Streamer wie möglich kennenzulernen und ihre Arbeit und Herausforderungen genau zu verstehen. Als nächstes kommen wir zu dem wohl bekanntesten Namen auf dieser Liste, den viele von euch wahrscheinlich schon kennen werden, wenn sie nur dieses Logo hier sehen. Gemeint ist natürlich Tommy Hilfiger. Obwohl ihm das Unternehmen, das seinen Namen trägt, nicht mehr gehört, ist er mit 73 Jahren noch immer der Chefdesigner bei Tommy Hilfiger. Privat lebt er dabei so glamourös, wie man es von einem weltbekannten Designer erwartet. Mit seiner Lebensgefährtin lebt er in einem 50 Millionen Dollar teuren Penthouse in New York City. Das ganze Penthouse ist im klassischen Stil gehalten, mit vielen sehr exklusiven Details.
Aber nicht nur dort wohnt er. Außerdem besitzt er ein buntes Haus in Miami, das er sein Funhaus nennt, und besaß bis vor wenigen Jahren sogar noch diese 40 Millionen Dollar Villa in Connecticut. Die meiste Zeit verbringt das Paar aber woanders. Denn in Palm Beach haben die beiden noch eine Villa im mediterranen Stil, direkt am Wasser mit eigenem Pool, in der sie nicht nur zu zweit leben, sondern auch mit ihrer Familie. Gemeinsam haben die beiden nämlich ein Kind und 6 weitere Kinder aus ihren vorherigen Ehen. Insgesamt sind die Hilfigers also zu 9. Familienurlaube machen sie übrigens auf Tommy Hilfigers privater Yacht, die einen stolzen Preis von 40 Millionen Dollar hat und auf der Essen von einem Sternekoch serviert wird, da Tommy Hilfiger neben Mode auch eine Leidenschaft für Gourmetessen hat. Übrigens gab der Designer in einem Interview zu, dass er neben Luxusanwesen und Urlauben und dem Lifestyle als Modedesigner auch hin und wieder gerne einfach nur ganz normal Football guckt. Zum Schluss kommen wir noch zu dem wohl geheimnisvollsten Firmenchef auf dieser ganzen Liste. Und zwar zu Dieter Schwarz, dem Gründer und Besitzer von Lidl. Auch wenn er zwar nicht mehr der offizielle CEO von Lidl ist, so soll er immer noch großen Einfluss auf viele Entscheidungen des Discounters haben. Mit einem Vermögen von 50 Milliarden Euro ist Schwarz außerdem der reichste Mensch Deutschlands. Trotz oder gerade wegen seines riesigen Vermögens lebt Dieter Schwarz allerdings vollkommen zurückgezogen. Der 84-Jährige soll laut Medienberichten mit seiner Frau in einem vornehmen Anwesen auf einem Hügel direkt vor Heilbronn wohnen und in seiner Freizeit geht er am liebsten zu Spielen des FC Union Heilbronns oder den zahlreichen Weinfesten in der Region. Seine Heimatverbundenheit geht sogar so weit, dass er bereits Milliarden von Euro in die Stadt Heilbronn investierte und so unter anderem Forschungszentren, Grünanlagen und Hochschulen errichten ließ. Diese Investments tätigt Dieter Schwarz allerdings nicht nur aus Nächstenliebe. Teilweise werden in den Einrichtungen nämlich auch Hightech-Lidl-Filialen entwickelt, die ohne Kassierer und nur mit künstlicher Intelligenz betrieben werden. Und welcher dieser CEOs hat euch am meisten überrascht und beeindruckt? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten abonniert Wissenswert für mehr und bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.